Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Hätte ich fast gesagt, nein, es ist der American Truck Simulator. Ich hoffe, ihr hört die ganzen Ventilatoren im Hintergrund nicht. Moment. So, ich habe noch schnell Licht angemacht. Also nicht für euch, sondern für mich. Damit ich auch was sehe. Wow, ist das lange her. Ja, willkommen zurück. Neuer Account. Ganz neu starten. Ich habe keinen Bock mehr auf den ETS. Bin ich ehrlich? Ich habe mehr Bock auf den American Truck Simulator. Und deswegen fällt mir gerade auf, dass die Achsen falsch rum sind. Das ist ja mal amüsant. Ja, das ist richtig. Hier ist die Beschleunigungsachse. Hier ist die Bremsen. Und nein, Quatsch. Oh. Hier ist das Lenken. Und Kupplung ist hier. So. Jetzt müsste es richtig sein. Theoretisch. Ja, schön. Ja, unterwegs im Mac. Normalerweise kriegen wir doch irgendwo Details. Haben wir irgendwelche Details? Nö, ne? Nö, gerade nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, ein Leihwagen Mac, so gesehen. Ein wunderschönes Fahrzeug. Und ich bin mal gespannt, was uns so die ganze Reise bringen wird, auch erfahrungsmäßig. Wir sind echt nicht lange im ATS unterwegs gewesen. Und ich glaube, das lag daran, dass ihr mehr den ETS damals gefeiert habt und nicht den ATS, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier in San Francisco. Hier ist natürlich einiges los, nämlich gar nichts. Da bin ich auch irgendwie gerade froh drüber. Aber schön gemacht mit den verschiedenen Straßenhöhen und so, dass darauf geachtet wurde, finde ich wirklich sehr gut. So, Tempomat funktioniert. Scheibenwischer funktioniert. Das sind so die ersten Sachen, die ich eingestellt habe. Die Hupe funktioniert sehr gut und sehr wichtig. Auch die Schienen sind hier. Die Frage ist, was natürlich richtig cool wäre, wenn auch die Schienenfahrzeuge fahren würden. Ich denke aber, die bleiben uns verborgen. Ist so eine ungefähre Vermutung. Ja, die erste Tour, die wir jetzt gerade sehen, geht von San Francisco nach San Francisco. Das ist so eine Art Einfahrrunde, so gesehen. Und die tut uns, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja, ansonsten, was können wir über Mac sagen? Was haben wir denn alles hier? Oh, mal kurz reinbremsen. Alter, ich habe doch gerade die Handbremse gezogen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier die Öltemperatur. Wir haben hier die Wassertemperatur, glaube ich, auch. PSI, also den Druck. Aber welchen Druck? Welcher PSI-Druck ist das da an der Seite? Der Null anzeigt. Null ist nicht cool. Null ist sowas wie, ich möchte funktionieren, kann aber nicht. Ja, ansonsten können wir Gespräche annehmen an unserem Lenkrad, was natürlich super praktisch ist. Was wir aber nicht machen werden, weil wir können keine Gespräche gebrauchen. Ja, rechts abbiegen ist ja erlaubt, was geisteskrank ist, obwohl rot ist, solange die Straße frei ist. Und das finde ich ziemlich cool. Ich frage mich nur, wie viele Unfälle wohl in dieser gesamten Zeit, jetzt nicht bei uns, also wir werden hier so wenig Unfälle wie möglich bauen, aber in der gesamten Zeit in der USA, wie viele Unfälle da wohl passieren, dadurch, dass man rechts einfach abbiegen darf. Haben wir gerade nur noch 7 Liter im Tank?
Oder verbrauchen wir 7 Liter? Verwirrend. Na, soll mir ja eigentlich egal sein, ne? So, und hier vorne müssen wir jetzt gleich links abbiegen. Zur ersten Firma. Und somit verdienen wir auch unser erstes Geld. Also Plan ist natürlich, so gut wie es geht, Geld ranzuschaffen, um damit relativ schnell die Firma aufzuziehen. Und natürlich versuchen, unfallfrei durch diese ganze Geschichte zu kommen. So, ja, ist egal, wo du es haben willst, oder? Ich sehe keine Markierung. Ich denke mal, hier vorne irgendwo wird das sein. Ja, da. Okay. Das ist überhaupt gar kein Problem für uns. Hoffe ich. Herrlich. Wenn alle LKW-Fahrer bei uns so rückwärts einparken könnten, ein Traum, Leute, ist das recht. Sehr schön. So. Und abgeben das Ganze. Perfekt. Und da haben wir unser erstes Geld verdient. Ich glaube, 500 noch was Dollar gibt es. 568 Dollar von San Francisco nach San Francisco. Sehr gut. Und dann werden wir jetzt unsere Halle bekommen. Das ist unsere erste Firmenzentrale. Das ist nichts Besonderes. Und können nun Auftragsangebote fahren. Sehr gut. Natürlich von unserer Firmenzentrale San Francisco aus. Und dann würde ich sagen, fahren wir heute mal Autoteile. 8000 LB, weiß ich gar nicht, was ist. Sollten wir vielleicht mal kurz auf Kilogramm umstellen. Ich glaube, so einiges müssen wir noch umstellen, ne? Das ist theoretischerweise immer besser. Mal ganz kurz nachschauen. 900 Grad, Stärke der Bremsen mache ich etwas höher, weil ich dieses blöde Lenkrad habe. Aufliegerstabilität, LKW-Stabilität, machen wir auch was runter. Ich möchte es nicht zu einfach haben. Federungssteifigkeit ist auch nicht so schön, wenn es total abfedernd ist. Aufsattel nur für Erfahrene. Sehr gut. Geschwindigkeitsbegrenzung, Regensensor ist drin. Automatischer Retarder machen wir nicht. Automatische Zündung und Motorstart, nein. Automatische Feststellbremse ziehen. Ja, das kann man mal machen. Das hört sich nicht schlecht an. Simulation des Druckluft und realistischer Treibstoffverbrauch ist auch in Ordnung. Adaptive Cruise Control. Weiß ich gar nicht, was ist. Machen wir aber einfach mal an von 20 Metern. Emergency Brake System lasse ich aus. Automatische Blinkerabschaltung. Ja, nein, will ich nicht. Ja, ja, ja. US-Dollar auf jeden Fall. Hier werden wir Kilogramm und Tonnen und Kilometer fahren. Und unsere Standardeinheiten halt einstellen. So. Gut. Gucken wir mal. Können wir den Auftrag noch fahren? Die 3 Tonnen Autoteile, was kriegen wir? 1407 Dollar für ein paar Kilometer. Das sind gerade mal 184 Kilometer, Leute. In einem Kenworth. Kenworth? Worth? Worth? Egal. In einem KW. Schickes Fahrzeug auf jeden Fall. Oh. Ja, klingt auf jeden Fall maskulin. So, ganz kurz den Sitz einstellen. Wir sitzen nämlich dezent. Etwas zu hoch, finde ich. Das ist ganz komisch. So passt es besser. Okay. Wir kommen auf jeden Fall noch ein paar Kilometer weit. 29 Grad Außentemperatur.
Alles Chilimini hier. Sehr schön. Wo geht's denn raus? Geht's da vorne wieder an der Ecke raus? Ja, ne? Gucken wir mal eben. Ah, ich mache uns noch das Lämpchen an. Warum haben wir... Boah, diese Auflieger sind so hässlich. Echt. Dieser Truck gibt mir aber nicht das American Feeling, was ich haben möchte. Aber trotzdem ist er schon ziemlich cool. Da die Fahrzeuge noch nicht gefahren sind, habe ich gedacht, nehme ich mir mal die Vorfahrt fein raus. Mal kurz gucken in den Einstellungen hier, ob wir ein eine digitale Anzeige für die Geschwindigkeit haben. Haben wir aber nicht. Nee. Leider nicht, Leute. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Müssen wir natürlich ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten, dass wir hier nicht durchbrechen. Oh, herrlich, Leute. Oh, ich habe was Falsches eingestellt. Oh nein. Ich sag auch noch so, am besten ohne, ohne Strafen und noch nicht... Die erste Folge ist es! Wir sind in der ersten Folge, Leute. Es ist echt traurig. Ich hab's echt versucht, wirklich. Es ärgert mich so krass. Ich bin so angepisst. Boah, grausam die Hitze, oder? Momentan. Geht mir das auf den Sack. Ja, gestern waren Gewitter angemeldet hier in Aachen. Und ja, das Gewitter hätten sie sich auch schenken können. Hier und da hat es mal ein bisschen getröpfelt. Hier in Aachen selbst hat es gut geregnet, tatsächlich. Ich denke, manche Keller waren auch mit dieser Flut an Regen dezent überfordert. Also zumindest gehe ich davon aus. Sicher bin ich nicht. Aber ich vermute schon. Oh. Ja. Wie oft wollen Sie das Fahrzeug noch ausschalten? Habe ich einfach mal entschieden, ja. Ja, auf jeden Fall ging es in Basweiler, habe ich Videos gesehen, deutlich schlimmer ab. Also richtig geisteskrank. Und ja, dann gab es natürlich Orte in Kassel zum Beispiel, wo es dann wirklich übelst abging. So, einen Scheibenwischer habe ich jetzt auf Automatik laufen. Hier kommt aber ordentlich Dreck raus, ne? Ja, die Auflösung ist übrigens fast 4K. Und wird also hochgerechnet. Dann spielen wir auf 400%iger Skalierung und 200%iger Reflexionsskalierung. Das heißt, alle Effekte, die mit Reflexion zu tun haben, werden dann nochmal aufpoliert, was ich ziemlich cool finde und was ich so noch nie in einem Spiel gesehen habe bis jetzt, außer im ATS. Ich denke mal, der ETS 2 wird dasselbe schon haben. Also sehr wahrscheinlich sogar. Das ist aber eine Fahrt hier. Dann können wir mal Gummi geben.
Der beschleunigt ja eigentlich relativ sauber durch. Die 50 Meilen sind ratzfatz erreicht. Das liegt natürlich daran, dass unser Gewicht, was wir hinten aktuell transportieren, kein großartig schweres Gewicht ist und die Leistung von diesen Fahrzeugen in der USA einfach deutlich höher ist. Die meisten haben V8 und dadurch kann man einfach viel gemütlicher auch fahren. Ne? Tunnel, okay. Leaving San Francisco. Auf Wiedersehen, San Francisco. Wir haben 30 Grad. Ziemlich industriell hier, die Ecke. Ziemlich viel am Dampfen. Ich weiß zwar nicht, was hier alles dampfen soll, vor allen Dingen da hinten weiß ich es nicht. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, was hier rechts irgendwie dampfen soll. Heiße Quellen oder was? Was ist los hier? Ne, ich kann es mir nicht denken. Mir fällt es nicht ein. So, wir fahren jetzt Richtung Oakland. Ich glaube, da ist auch unser Ziel gewesen. Und dann passt das ja erstmal. Ja, ich hatte Bock auf einen Simulator, Leute. Aber ETS 2 ist für mich nicht mehr interessant. Über 1000 Folgen, Leute, sind wir ETS gefahren. 1000. Ja, es gibt... Ich glaube, hier Maximus hat über 1000 Folgen gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Respekt dafür, safe. Aber ich kann das nicht, Leute. Irgendwann hängt es mir aus den Ohren. Und dadurch, dass ich jetzt aktuell echt viel um die Ohren habe auf Arbeit, komme ich kaum noch zum Zocken. Dann bin ich echt froh, dass ich was zocke, was gegebenenfalls eben nicht der Euro Truck Simulator ist. Dafür startet ja auch aktuell das Amnesia Let's Play, das letzte Dead Space Let's Play, was sich ein paar Leute angeschaut haben, worüber ich echt glücklich war. Natürlich ist es nicht für jeden etwas. Safe. Alter, geht jetzt ab. Ich meine, die Umgebungen sind natürlich ziemlich nackt, ne? Ziemlich viele Wüstengebiete hier. Das Blaue war für die Maut, ne? Ich bin mir gerade nämlich nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das blaue Gerät, was dort hängt, war für die Maut. Nicht unwichtig. Ja, und in 33 Meilen sind wir schon wieder da, ne? Also es geht ratzfatz, dass wir in unseren Zielort kommen. Natürlich fahren wir jetzt nicht die größten Touren aktuell. Und das erste Mal auf den Highway. Alter, den habe ich nicht gesehen. Ja, 55 Meilen die Stunde, ne? Das ist der amerikanische Traum. Das ist so ätzend. Echt jetzt. Hast, oder wenn man sich das überlegt, wie man heutzutage auf deutschen Autobahnen, wenn die Autobahn dann frei ist, fahren kann. Und hier fährt man mit 55 Meilen über die Autobahn. Über den Highway oder Speedway, ich weiß es nicht, was es hier gerade ist. Ich denke aber schon, dass es ein Highway ist. Ja. Okay, es geht nicht nach Oakdale, sondern nach Stockton. Okay, habe ich mich vielleicht vertan. Aber auch nur ein bisschen. Dezent. 9 Meilen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Sehr schön. Dann haue ich euch die Folge heute mal raus.
lese mir mal eure Kommentare durch und bin gespannt, ob ihr überhaupt mehr sehen wollt. Kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, boah, nee, auf den Kack haben wir ja mal gar keinen Bock, ne? Vollkommen verständlich und in Ordnung. Dann schreibt das einfach rein. Ich lade es trotzdem hoch. Haha! Weil ich Bock dazu habe, das zu spielen. So, erster Aufenthalt in Stockton. Wunderschön hier. Uff, das war ein bisschen zu weit ausgeholt, würde ich sagen. So, sag mal, wo du denn stehen haben willst. Hinten auf dem Hof, kein Problem. Der Hubi, der macht das schon. Ah, da hinten will er einen Raben. So. Optimal, würde ich sagen. Abgeben. Und da haben wir unsere ersten 1407 Dollars. Ich würde sagen, wir machen als erstes zerbrechliche Frachten und so. Das wirtschaftliche Fahren werden wir brauchen, wenn wir eine eigene Firma haben. Unser Guthaben beträgt nun 3255 Dollar. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.